Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde Dürrenmatts, liebe Studierenden der Editionsphilologie, zum Auftakt unserer Veranstaltungen zu Dürrenmatts 100. Geburtstag am 5. Januar 2021. Eine der Besucherinnen hier, wissen wir da wegen Tracing, hat am selben Tag wie Dürrenmatt Geburtstag. Es freut uns sehr, dass Sie alle unter erschwerten Auflagen getraced, maskiert in den Saal Friedrich Dürrenmatt der Schweizerischen Nationalbibliothek hier vor Ort und draußen online zu uns gefunden haben. Und dass Sie sich auf diesen alphabetischen Zyklus einlassen. Erstmals wird eine Veranstaltung des Schweizerischen Literaturarchivs live gestreamt, aufgezeichnet und auf YouTube online gestellt. Die Gouache, Welt der Atlasse, die Sie auf dem Flyer finden und dem Eingangsbild, ist eines von Dürrenmatts Lieblingsbildern. Und es entstand 1965 offenbar als Skizze aus einer Laune heraus und wurde von 1975 bis 1978, also über 4 Jahre, immer wieder von ihm überarbeitet. Wir haben es für die Ringvorlesung gewählt, weil es gabbig den Anfangsbuchstaben A repräsentiert und weil es Atlas weder als ächzenden Kraftprotz noch als den großen Dulder darstellt, den er mythologisch als Träger des Himmelsgewölbe repräsentiert. Dürrenmatt beschäftigt in seinem Kosmos gleich ganz viele Atlasse, die wie Artisten mit den Planeten jonglieren und trotz fortgeschrittenem Alter wie Superhelden schwerelos durch das All schweben. Sie navigieren die Planeten auf ihren Rücken und Nacken mühelos, alle überbieten sie ihren Archetypus auf dem Flug durch das Weltall. In den persönlichen Anmerkungen zur Kunst schreibt Dürrenmatt 1978: Atlas dagegen ist eine mythologische Figur, die erst heute wieder darstellbar ist, paradoxerweise. Denn ein Mensch, der das Himmelsgewölbe trägt, scheint unserem Weltbild zu widersprechen. Aber wenn wir uns das Anfangsstadium der Welt als ungeheure kompakte Kugel von der Größe der Neptunbahn denken, oder als schwarzes Loch, das dann zum Urknall führt, oder wenn als Endstadium einer Welt in ihrem in sich zusammenstürzen, weil sie zu schwer geworden ist, wiederum die Vision einer Kugel von ungeheurer Schwere vor uns aufsteigt, wird in dieser Weltsicht Atlas mythologisch wieder möglich, gleichzeitig aber auch zum Endbild des Menschen, der die eine, seine Welt trägt, tragen muss. Atlas steht bei Dürrenmatt am Anfang und am Ende der Welt und des Menschen. Er umfasst sie, die Welt, literal gesprochen, von Alpha bis Omega. Ein Atlas ist aber auch eine Sammlung von Landkarten in einem Buch, die räumliche Orientierung geben, oder ein kostbarer, seidenglänzender, schwerer Stoff. Und die Stoffe waren ja Dürrenmatts Lebensthema. Wir werden in der nächsten Woche von einem guten Dutzend Expertinnen und Experten, den Kuratoren seines Nachlasses Ulrich Weber und Rudolf Probst, den Emeriti aus Bern, Lausanne und Zürich, Peter Rusterholz, Peter Utz, Pierre Bühler und dem Nachwuchs aus der Schweiz und Deutschland, Moritz Wagner, Julia Rötinger, bestallten Philologinnen und Philologen, Ursula Amrein, Alexander Honold, Monika Schmitz-Ehmanns, Christine Weder, den Mitherausgebern des Handbuchs, Andreas Mautz und sogar einem Physiker, Eduard Käser, durch Dürrenmatts erdachte Weltengebäude und Himmelsgewölbe geführt. Sie alle haben am Handbuch Friedrich Dürrenmatts,
das in einigen Wochen erscheinen wird, mitgearbeitet. Eine Ringvorlesung Friedrich Dürrenmatt von A bis Z als kleines ABC anzulegen, im Sinne von Dürrenmatt kurz erklärt, liegt nahe, denn Dürrenmatt gehört mit wenigen Komödien und Krimis aus den 50er Jahren zum Kanon von Schullektüre und Schultheater. Mit geteiltem Erfolg. Den einen blieb er Pflichtlektüre und den anderen eine Erinnerung an Glanzstunden ihrer Schulzeit. So dem Wiener Ordinarius der Theaterwissenschaften und Institutsvorstand Stefan Hulfeld, der in der Sekundarschule Maikirch den Romulus gab. Wenn wir in dieser Ringvorlesung Dürrenmatt durchbuchstabieren, so geht es gerade nicht um die Rekonstruktion des historischen Kanons. Das Alphabet ist im Archiv eine primäre Ordnung, nach der die Bestände verzeichnet sind und auffindbar werden. So werden die 428 Bestände unserer Sammlung in einer alphabetischen Liste angezeigt. Die Liste kann weit mehr. Sie gibt Orientierung, wo die Gesamtsicht fehlt. Sie ist das Abstraktum zur unübersichtlichen materiellen Überlieferung, wie das Umberto Eco in seinem Werk Die unendliche Liste mit einer Fülle von Beispielen aus Kunst und Literatur veranschaulicht. Sie kann umgekehrt aber auch den Eindruck der Fülle erzeugen, wie auf dem Wimmelbild die Welt der Atlasse, die als Katalog oder Aufzählung das Nicht-Abschließbare darstellt. Listen und Verzeichnisse erfüllen zweierlei gegensätzliche Funktionen. Eine praktische, sie machen das Unübersichtliche überschaubar. Sie alle kennen das Verfahren aus dem Alltag, wenn Sie eine Packliste anfertigen. Listen können aber auch umgekehrt in literarischen Texten oder Kunstwerken in langen Aufzählungen der Hypotypose, der Häufung, den Eindruck einer nicht abschließbaren Reihe oder unendlichen Zahl erzeugen und so die ästhetische Erfahrung des Unüberschaubaren vermitteln. Das ist ein Gefühlseindruck gegenüber dem Unfassbaren, wie etwa der Blick in den Kosmos. Wenn Archive ihre Sammlungen in der Form von Verzeichnissen präsentieren, so sind diese Listen nie abgeschlossen, sondern offen für mehr und vermitteln uns mit diesem Potenzial den Eindruck des Unfassbaren. In diesem Sinne unternimmt unsere Ringvorlesung das Experiment, auch das weitläufige literarische Werk von Friedrich Dürrenmatt alphabetisch zu repräsentieren. So ist das kein archivalisches Ordnungsprinzip für die Erschließung von Nachlässen. Der Versuch, ungeachtet der Form und der Chronologie Begriffe, Figuren und Werke in alphabetischer Folge anzuordnen, ist systematisch anfechtbar. Die Archivare hier im Saal werden mir zustimmen. Aber es ist als Spielanleitung aufschlussreich, denn es entstehen neue Konstellationen in den unübersichtlichen, sich über Jahrzehnte hinziehenden Schreibprozessen Dürrenmatts. Das Alphabet verwendet Dürrenmatt einmal sogar selbst für die Erzählung Der Sturz von 1971. Mehrfach hat Dürrenmatt den Sturz in seinen Zeichnungen von babylonischen Türmen oder im Ölbild der einstürzenden Eisenbahnbrücke dargestellt. Wie Sie auf dem Bild der Erstausgabe der gleichnamigen Erzählung sehen, stürzt hier das Alphabet ein. Dürrenmatt erzählt vom Umsturz in einem totalitären System anhand einer Sitzung des politischen Sekretariats der Kommunistischen Partei. Die Erzählung Der Sturz rahmen zwei unscheinbare Zeichnungen Dürrenmatts. Er erstellt aus der Liste der Akteure eine Sitzordnung, verzeichnet diese Figuren alphabetisch nach ihrer Funktion. In der Handskizze sieht das folgendermaßen aus.
Wir sehen oben A, Stalin, und dann folgen links und rechts die Funktionäre, Molotow, Chruschtschow. Es sind tatsächlich historische Figuren, die sich mischen mit fiktiven Figuren. Abgedruckt im Band wurde diese Handskizze erst in der letzten Werkausgabe, aber verändert, nur die nackten Buchstaben, ohne Partei, ohne historische Personen zu benennen. Dürrenmatt hält in der Erzählung fest, die Sitzordnung war nach der Hierarchie des Systems geregelt. Sie zeigt die Machtverhältnisse in Partei und Staat und lässt sich auf jedes totalitäre Regime, aber auch auf jede Verbrecherorganisation beziehen. Die Erzählung entfaltet, wie verstrickt und undurchsichtig die Beziehungen zwischen den namenlosen Funktionären verlaufen, die unkenntlich bleiben, weil sie nur durch ihre Buchstaben gekennzeichnet sind. Ihr Handeln ist von persönlichen Interessen und Leidenschaften geleitet. Dieses Chaos wird durch die alphabetische Ordnung temporär fixiert und scheinbar transparent strukturiert. Nach der Ermordung des Vorsitzenden A. zeigt die neue Tischordnung am Schluss der Erzählung, und so sieht das in der Erstausgabe aus, am Haupt sitzt nun D, neben dem sich die Reihen nicht einfach schließen. Die Positionen 1 und 2 links und rechts bleiben unverändert, während die hinteren Chargen aus der Position 6 in die dritte Reihe aufrücken. Darüber kann man dann diskutieren, was er hier mit analysiert über und aussagt zu totalitärer Herrschaft. Das räumlich angeordnete Alphabet zeigt die alte und die neue Hierarchie simultan. Friedrich Dürrenmatts Framing der Erzählung Der Sturz mit der Tischordnung markiert Positionswechsel nach dem politischen Umsturz, die als Spiel zwischen Chaos und Ordnung präsentiert werden. Die beiden Handskizzen von Dürrenmatt sind im Band 24 der Werkausgabe wieder als Handskizzen abgedruckt, sind mehr als eine Orientierungshilfe im Schreibprozess, also nicht nur eine Packliste. Sie werden zu Paratexten der Erzählung und zeigen die Ordnung vor und nach dem Sturz. Sie erfüllen darüber hinaus eine memotechnische Praxis, denn sie verweisen auf das einschlägige zweite Buch in Ciceros Rhetorik De Oratore, der die Übung des Gedächtnisses anhand der Erzählung des Simonides erläutert. Simonides von Chios, bekannt als der Begründer der Memotechnik, erzählt Folgendes. Als er bei Skopas, einem reichen und vornehmen Herrn, in Thessalien zu Gast war, habe er ein Lied auf den Gastgeber vorgetragen, in dem auch Castor und Pollux gepriesen worden sind. Da habe Skopas kleinlich zu ihm gesagt, er gebe ihm nur die Hälfte des vereinbarten Lohns. Die andere Hälfte soll er gefälligst bei den Dioskuren holen, die er eben gerühmt habe. Kurz darauf sei Simonides nach draußen gerufen worden. Kaum habe er die Gesellschaft verlassen, sei die Decke des Speisesaals eingestürzt und habe Skopas und seine Angehörigen erschlagen und begraben. Als die Verwandten sie bestatten wollten und die Opfer nicht voneinander unterscheiden konnten, da habe Simonides aufgrund der Tatsache, dass er sich daran erinnern konnte, an welcher Stelle jeder gelegen hatte, Hinweise für die Bestattung eines jeden geben können. Und durch diesen Vorfall soll Simonides herausgefunden haben, dass es vor allem die Anordnung sei, die zur Erhellung der Erinnerung beitrage. Die Erstellung einer Sitzordnung unterstützt die Erinnerung an die Abwesenden. Wie der Lehrer im Klassenzimmer das Fehlen eines Schülers anhand des Klassenspiegels sogleich feststellt und ihn benennen kann. Das Gedächtnis arbeitet topografisch. Sind deshalb die aktuellen Shortlists für unsere Autorinnen und Autoren so wichtig, weil der Platz auf der Liste über den Moment hinaus das Andenken an ihre Werke gewährleistet?
Wenn wir Dürrenmatt nun ein Alphabet buchstabieren, das mit A wie Anfangen einsetzt und mit Z wie Zufall endet, dann werden wir keinen Umsturz bewirken, auch keinen Einsturz. Aber wir könnten dazu beitragen, auf dem bestehenden Kosmos seiner Überlieferung bestimmte Gestirne zu rekognoszieren, die wir mit den Buchstaben des Alphabets benennen, deren Position im Werk Dürrenmatts jeder Referent erläutert und deren Position in der Abfolge des Zyklus eine Sternenkarte ergeben, die sich leicht einprägen lässt. Ich darf das Wort Ulrich Weber, dem Kurator des Nachlasses, übergeben. Er betreut diesen Bestand seit 30 Jahren und er beginnt heute mit dem Buchstaben A wie Anfangen sinngemäß. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Danke, Irmgard Wirz, für diese schöne Einleitung. Danke, dass ich diesen Zyklus eröffnen darf. Wie gesagt, zum Thema A wie Anfangen, eine kleine Archäologie der Kreativität. Meine Damen und Herren, Dürrenmatt ist gemeinhin bekannt als Apokalyptiker. Auch mit diesem Titel hätte man anfangen können. Mit A als Meister der Endspiele und der sprichwörtlichen schlimmstmöglichen Wendungen, als einer, der lustvoll private und kollektive Weltuntergänge und groteske Katastrophen inszeniert. Denken Sie an die alte Dame, an die Physiker, an das Stück der Meteor, wo ein Sterbender und Wiederauferstehender sein ganzes Umfeld mit in den Untergang reißt, oder insbesondere Porträt eines Planeten, das Stück von 1971, das unsere Welt quasi im Lichtblitz einer Supernova im letzten Augenblick zeigt, als letzte Tage der Menschheit. Doch als Dürrenmatt in seinem letzten Roman Durcheinandertal das Kurhaus samt den darin versteckten Gangstern und den Dorfbewohnern am Weihnachtsabend in Flammen aufgehen lässt, heißt es über die junge Betrachterin der Szene, Elsie. Sie schaute auf den brennenden Wald, auf die lodernde Feuerwand jenseits der Schlucht, welche die Bewohner des Dorfes verschlungen hatte und noch verschlang. Sie lächelte. Weihnachten, flüsterte sie. Das Kind hüpfte vor Freude in ihrem Bauch. Meine Damen und Herren, das A und O, das Alpha und Omega, gehören in der Apokalypse wie bei Dürrenmatt zusammen. Der Anfang und das Anfangen war ebenso sehr ein zentrales Thema für Dürrenmatt wie das apokalyptische Ende. Dies gilt insbesondere für die Stoffe, die im Zentrum seines Spätwerks stehen und gewissermaßen dessen Rückgrat bilden. Sie haben hier die beiden zu Lebzeiten publizierten Bände Labyrinth und Turmbau, die Stoffe 1 bis 9, daneben klein die Erstausgabe unter dem Titel Stoffe, der Winterkrieg in Tibet, Mondfinsternis, der Rebell. Was sind die Stoffe? Sie sind zunächst einmal eine Geschichte seiner Schriftstellerei, wie er das bezeichnet. Dürrenmatt schildert darin seinen Weg von der Kindheit im Emmental bis zur Entscheidung Schriftsteller zu werden, die er als 25-jähriger Student getroffen hat. Er flicht Erzählungen ein und essayistische Reflexionen über die Zeit, in der er sein Leben verbracht hat, die politischen Konstellationen. Ein großes Erinnerungswerk sind die Stoffe, ebenfalls nicht nur durch die erzählte Geschichte, sondern auch dadurch, dass sie reich an Bildern sind für das Phänomen des Erinnerns. Auch die Geschichten, die er da einflicht, sind insgesamt wiederum eine Art Erinnerungsbilder, Erinnerungsgeschichten. Wenn er etwa die Rückkehr eines Mannes in das Dorf seiner Kindheit schildert, dann ist das auch ein Bild seiner eigenen Erinnerungsarbeit bei der Rückkehr ins Dorf Konolfingen. Oder wenn eine Geschichte der Rebell eine Vatersuche schildert, ist das natürlich indirekt auch wiederum
die eigene Vatersuche in der Erinnerungsarbeit. Also die Stoffe, ein großes Werk über das Erinnern. Und schließlich sind sie ein Werk über die Anfänge, ein Werk, das auf den Entstehungsprozess seines Werks blickt. Es ist ein Blick auf das Werk In Statu Nascendi im Prozess seiner Entstehung. In vielfältigen autobiografischen Schilderungen umkreist Dürrenmatt das Phänomen der Fantasie und der Augenblicke des kreativen Einfalls. Was ergibt sich daraus für ein Selbstbild Dürrenmatts, ein Selbstbild und Selbstverständnis des Autors und Künstlers? Dieser Frage möchte ich im Folgenden nachgehen. Doch hinzu kommt eine weitere Perspektive. Wir sind hier in einem Literaturarchiv und auch das Archiv wirft die Frage nach den Anfängen auf und den Ursprüngen. Schon die Etymologie des Begriffs Archiv, das auf Arche, griechischen Anfang, verweist, spricht dafür. Das Literaturarchiv ist ein Gedächtnisort der Schrift, der die Erinnerung an die Anfänge und die Entstehungsprozesse des Werks bewahrt und wach hält. Zu den Stoffen, zu diesem Spätwerk Dürrenmatts, sind im Nachlass 30.000 Manuskriptseiten erhalten, die nun digitalisiert wurden. Was ergibt sich dabei für ein Bild über Dürrenmatts Anfänge, wenn man in die Tiefen seiner werkgenetischen Manuskripte schürft? Daneben finden sich im Nachlass natürlich zahlreiche biografische Dokumente, die in ein Spannungsverhältnis zu dieser Erinnerungsleistung der Autobiografie treten. Die Frage nach den Werkanfängen hat in den letzten Jahren immer wieder reges Forschungsinteresse geweckt. Ich zitiere: Die Problematik des Anfangs und des Anfangens erscheint gleichsam als natürliche Fokussierung des Spannungsverhältnisses von Text und Schreiben. So Hubert Thüring in seiner Einleitung zum Tagungsband Anfangen zu schreiben, der vor 15 Jahren im Schweizerischen Literaturarchiv ein, ich zitiere wieder, kardinales Moment von Textgenese und Schreibprozess zum Thema machte. Konkret kann man das als Gegenüberstellung von inszenierter Schreibszene und Schreibszene ohne Bindestrich, also von realer und inszenierter, sich selbst problematisierender Szene der Werkentstehung analysieren. Aus der Überlagerung von Dürrenmatts Erinnerungsperspektive an die Werkanfänge und dem Archiv seiner Handschriften ist die fünfbändige textgenetische Auswahledition des Stoffeprojekts entstanden, die meinen Überlegungen zugrunde liegt. Sie soll in den nächsten Wochen zu Ende gebracht werden und noch vor Weihnachten im Buchhandel erhältlich sein. Verbunden mit einer frei zugänglichen Online-Präsentation des ganzen Manuskriptmaterials, also dieser 30.000 Manuskriptseiten, die wir digitalisiert haben. Meine Damen und Herren, der Blick in die Archive ist dazu angetan, Mythen der Kreativität kritisch zu durchleuchten und in Frage zu stellen. Ich werde in meinem Vortrag zum einen die Bilder, Geschichten und Gedanken über das Anfangen aus dem Stoffekomplex exemplarisch ins Auge fassen als Selbstdarstellungen des Autors und zugleich diese literarischen Darstellungen mit Dokumenten und Manuskripten der Textgenese und biografischen Quellen in ein kritisches Verhältnis stellen. Wo fängt das Werk eines Autors an? Wenn Sie in Dürrenmatts Werkausgabe den ersten Prosaband öffnen, stoßen Sie zunächst auf den Text Weihnacht, entstanden 1942. Dazu schreibt Dürrenmatt in den Stoffen: Ich begann, Erzählung zu schreiben, die erste Weihnacht am Heiligen Abend 1942. Ich war am Morgen bei trübem, nasskaltem Wetter zufällig auf den Gedenkstein Büchners gestoßen, also Georg Büchners, des Dramatikers,
und schrieb danach die wenigen Sätze der Erzählung in einem Café im Niederdorf, ohne zu stocken, in ein Notizbuch. Er war damals in Zürich in diesem Winter 42, 43. Dann fuhr ich nach Bern zum Weihnachtsfest. Und so weiter. Und am Schluss des Zitats: an meiner Zimmertür hatte ich meinen Namen angeschrieben mit der Berufsbezeichnung nihilistischer Dichter. Dürrenmatt gibt hier gewissermaßen die Geburtsstunde seines Werks an. An Weihnacht wird ein Autor geboren. A star is born, könnte man den selbstbezogenen Mythos bezeichnen, wenn es denn so einfach wäre. Wir finden in der Tat in einem Notizheft aus dieser Zeit in Dürrenmatts kalligraphischer Schrift den kurzen Text Weihnacht wie aus einem Guss mit ein paar kleinen Korrekturen und darunter gleich noch ein zweites Mal. Die Geburtsstunde des Autors ist thematisch bedenklich mit der Geburt Christi gekoppelt, inhaltlich allerdings in der Erzählung mit dem Tod Gottes. Sie negiert ostentativ das weihnächtliche Wunder. Der Ich-Erzähler, der da auftritt an Weihnacht, sah einen Körper im Schnee liegen. Das ist etwa in der Mitte des Textes. Es war das Christuskind, die Glieder weiß und starr. Der Heiligenschein eine gelbe, gefrorene Scheibe. Ich nahm das Kind in die Hände. Ich bewegte seine Arme auf und ab. Ich öffnete seine Lider. Es hatte keine Augen. Ich hatte Hunger. Ich aß den Heiligenschein auf. Er schmeckte wie dünn geschnittenes altes Brot. Ich biss ihm den Kopf ab, alter Marzipan. Ich ging weiter. Ein rebellischer Text gegen die Glaubenswelt der Eltern, der Vater ja Pfarrer, die Mutter eine engagierte Pfarrfrau. Neben Georg Büchner, der unübersehbar und in der Erinnerung auch explizit als geistiger Vater im Hintergrund steht, nämlich mit dem Märchen der Großmutter im Stück Wojciech. Neben Büchner ist dieser Text gewiss mitgeprägt auch von der Auseinandersetzung mit den expressionistischen Texten, etwa Georg Heims, die er in dieser Zeit gelesen hat. Geburt eines Schriftstellers als Anti-Weihnacht, als Absage eines nihilistischen Dichters an die christliche Geburtstagsfeier. Ein programmatischer Beginn. Doch die genaue Geburtsstunde des Werks ist eine nachträgliche Konstruktion. Die Entstehung von Weihnacht nahm der Student Dürrenmatt damals wohl kaum als herausragendes Ereignis wahr, erwähnt er sie doch in den Briefen an die Eltern im Gegensatz zu anderen Texten und Fragmenten wie dem Dramenprojekt Der Knopf mit keinem Wort. Es war einfach einer unter zahlreichen Versuchen, eine eigene literarische Sprache zu finden. Zwei Wochen nach der Entstehung des Textes, am 6. Januar 1943, schreibt er an seine Schwester: Es ist sprachlich das Beste, das ich geschrieben. Dies soll mir erst einer nachmachen, also schon ein gesundes Selbstbewusstsein. So weit, so gut. Doch bezieht sich das nicht auf die Erzählung Weihnacht, sondern auf die Erzählung Der Folterknecht. Es gibt also ein anderer Text, der da für ihn zu dieser Zeit im Zentrum stand. Soweit dieses erste Bild der Anfänge, das Dürrenmatt in den Stoffen bringt, konfrontiert eben mit den Dokumenten im Nachlass. Ein zweites Beispiel, augenblickliche Erkenntnis von etwas Grundlegendem für sein Schreiben, nämlich die Entdeckung der Poetik der Gegenwelten, die für Dürrenmatt programmatisch wurde. Dürrenmatt schildert, wie er an seinem 24. Geburtstag am 5. Januar 1945 in La Plaine bei Genf an der Grenze im Hilfsdienst Einsatz war mit der Grenzwacht und sein Geburtstag da gefeiert wurde. Es gab eine große Sauferei und er kehrte dann betrunken in sein Lager zurück, spät abends, und da
passierte es. Es schleuderte sich hinaus mit Riesengewalt. Also er brach sich, es bekleisterte die Decke, das ganze Zimmer gleichsam tapezierend. Gleichzeitig aber brach noch etwas anderes aus mir heraus, eine ungewöhnliche Heiterkeit. Zwar war mir übel wie noch nie, doch die Lächerlichkeit meiner Kotzerei angesichts des ungeheuerlichen Sich-Übergebens, das die Menschheit außerhalb dieses Landes befallen hatte, diese Groteske des Verschontseins, stellte mich endlich vor eine Aufgabe, die Welt, die ich nicht zu erleben vermochte, wenigstens zu erdenken, der Welt Welten entgegenzusetzen, die Stoffe, die mich nicht fanden, zu erfinden. Und so erfand er dann eben zu dieser Zeit den Stoff der Winterkrieg in Tibet, wie er anschließend schildert. Nun, wenn wir die Textgenese betrachten, das ist die publizierte Fassung, wenn wir etwas zurückgehen zu einer Manuskriptversion von 1973, da wird zwar auch geschildert, wie er damals eben in La Plaine war und den Stoff der Winterkrieg in Tibet entwarf, wie getrunken wurde bei den Bauern. Es fehlt aber die ganze Kotz-Szene und auch der ganze Bezug auf diese Poetik der Gegenwelten, also der Welt seine eigene innere Welt entgegenzustellen. Davon ist hier noch gar keine Rede. Wir sehen also, das ist nicht am Anfang eigentlich diese Erinnerung an dieses Erbrechen, sondern es ist das Resultat einer Schreibarbeit im Rahmen der Arbeit an den Stoffen. Und wenn wir zurückschauen in die Dokumente aus dieser Zeit, so finden wir dort auch eine Diskussion, die in diese Richtung führt, allerdings erst anderthalb Jahre später. Da finden wir einen Brief seines älteren Jugendfreundes Eduard Wies, in dem dieser die schwierige Situation eines Schriftstellers in der Schweiz thematisiert. Ich habe dir schon angedeutet, dass die Schweiz durch ihr Fernbleiben vom Krieg in eine vor allem seelisch unmögliche Situation geraten ist. Und dann: Es gibt nur eine Möglichkeit des Auswegs, das Schreckliche, das uns nach außen erspart blieb, nach innen bis in seine tiefsten Tiefen aufzudecken. Und Dürrenmatt antwortet am 14. Mai 1946, also anderthalb Jahre eben nach dieser Kotz-Szene: Du hast mich auf die Lage des Schweizers aufmerksam gemacht. Warum ist aber unsere Zeit nur durch die Fantasie hindurch zu begreifen? Es liegt daran, weil der Abgrund das Bodenlose nur durch das fantastische Gesicht erhalten kann, also sichtbar wird. Also Sie sehen, hier entsteht eigentlich diese Idee, aus dem Inneren heraus Gegenwelten zu entwickeln, erst anderthalb Jahre später nach dieser Szene, die Dürrenmatt in der Erinnerung als den Ausgangspunkt, die augenblickliche Erkenntnis dieser Situation entwirft. Und zwar nicht von ihm selber eigentlich in einem Augenblick entdeckt, sondern das wird ihm von einem Freund in einem Brief nahegebracht eigentlich. Ein weiterer Anfang, ein weiteres Bild, von Einfällen und Visionen heimgesucht, der Autor als Seher. Ich lehne mich dabei an einen Aufsatz von Peter von Matt, von Bildern heimgesucht, heißt hier, ein sehr schöner Beitrag über Friedrich Dürrenmatt. Dürrenmatt schreibt in den Stoffen, also in einer Manuskriptfassung, das hat er nicht zu Lebzeiten in dieser Form publiziert: Die Vision überfällt einen überfallsartig, plötzlich ist sie da. Das Weitere entsteht allmählich und so weiter und dann am Schluss, denn das sie zwingt, zeichnet sie aus, die Vision. Plötzlich geht man zur Staffelei, nimmt Karton, befestigt ihn mit Reißnägeln ans Staffeleibrett, nicht um etwas zu malen, sondern von der Vision gezwungen. Also so nimmt Dürrenmatt eigentlich sein eigenes Schreiben und Zeichnen und Malen teilweise wahr, also Einfälle, die sich fast gewaltsam ihm eigentlich aufdrängen. Das hat auch eine Tradition, eben der
Schriftsteller als Seher, der quasi von einer göttlichen Gewalt eigentlich hier etwas also heimgesucht wird. Bei Dürrenmatt ist das nicht Gott, der ihm diese Einfälle gibt, aber sie überfallen ihn. Der Autor als Seher, das ist übrigens eine Figur, die Walter Muschk in seiner tragischen Literaturgeschichte entwickelt. Muschk, der damals also in den Nachkriegsjahren ein väterlicher Freund Dürrenmatts war, der Professor an der Universität Basel und Halbbruder von Adolf Muschk. Ein weiteres Bild, das auftaucht in den Stoffen, Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts, die natürlich primär mit der biblischen Schöpfung durch Gott in Verbindung gebracht wird und dadurch das Bild des Künstlers als göttliches Kind. Dürrenmatt beschreibt hier oder schreibt: Auf meinem Schreibtisch liegt neben meinem Manuskript ein weißer Karton, lange unberührt. Flüchtig gleitet einmal der Stift darüber. Schnell ist etwa im Vordergrund eine Stadt skizziert, dahinter noch hinter dem Horizont zwei ungeheure Tiere, die sich bekämpfen, am Himmel Milchstraßensysteme. Dann lasse ich das Blatt liegen, oft tagelang. Irgendwann einmal beginne ich mit der Feder zu kritzeln, vorerst mit vielen Strichen etwas Himmel auszufüllen. Plötzlich erfasst mich die Leidenschaft. Und jetzt, es ist, als erschaffe sich aus diesem Nichts, aus der weißen Leere des Kartons, von selbst eine Welt. Das ist dieses Bild, dessen Entstehung Dürrenmatt beschreibt. Übrigens hat er es während der Arbeit an den Stoffen, hat er das tatsächlich gezeichnet, 1975. Es ist eine der schönsten Stellen für mich, die Beschreibung eigentlich dieses Glücks des Zeichnens, die er da macht. Er schreibt weiter: Während ich Tusch zeichne, kratze und schabe, brüllen aus dem Lautsprecher Symphonien, Quartette, um mich anzufeuern. Ich höre nicht hin. In mir sind alle Bilder, die ich gezeichnet und gemalt habe. Glücklich, frei, erlöst vom Schreiben, von dieser ständigen, unsäglichen Konzentration, forme ich eine Milchstraße dichter, lasse eine weitere in der Finsternis des Alls nur noch erahnen. Also das ist eben eine wirklich ein uneingeschränktes kreatives Glück, das Dürrenmatt hier beim Zeichnen und Malen erlebt, im Gegensatz auch eben zur Mühe der Schriftstellerei. Er schreibt weiter, dass er zwar immer wieder lange nicht zeichne, doch kehre ich, wenn ich male oder zeichne, stets in meine Kindheit zurück. Die einzige Rückkehr, die möglich ist, jene zur Schöpferkraft des Kindes. Ein ganz anderes Bild über Einfälle und Entstehungsprozesse, das Ausbrüten der Kuckuckseier. Auch das aus einer von Dürrenmatt so nicht publizierten Passage in den Stoffe-Manuskripten. Er geht aus von der ambivalenten Lektüre der Werke Jean Pauls und schreibt: Und so finde ich denn immer wieder, lese ich doch noch einmal, sei es aus Laune oder aus schlechtem Gewissen, in meiner alten Jean-Paul-Ausgabe im Genist seiner Prosa Eier, von denen ich glaubte, sie selber gelegt zu haben. Irgendwie hatte sie mir der große Hexenmeister untergeschoben und ich brütete sie zu einem Stoffe aus. Also quasi ein etwas Fremdes, das einem als etwas Eigenes vorkommt, und dann die Enttäuschung zu sehen, das gibt es ja eigentlich schon, was ich mir da ausgedacht habe. Also nichts von einer Schöpfung aus dem Nichts. Zu den Einflüssen, die Dürrenmatt betont, die für ihn wichtig waren, gehört die Jugendlektüre. Er betont, das sei eigentlich für die Schriftsteller vielleicht viel wichtiger, als was die Germanisten dann an Vorgängen in der sogenannten Hohen Literatur suchen. Man werde enorm stark geprägt von der
Kindheitslektüre. Unter anderem eben habe ich damals Jules Verne gelesen, Geheimnisvolle Insel und die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und wenn wir diese Bücher hervornehmen, die tatsächlich in Dürrenmatts Bibliothek stehen, so finden wir diese Illustrationen. Das ist nun doch verblüffend, wenn wir uns nochmal dieses Bild anschauen, das Dürrenmatt vorhin als eine quasi aus dem Nichts entstandenes Bild geschildert hat. Nochmal zurück, Sie sehen, wir haben genau eigentlich diese zwei Monster, die sich da die miteinander kämpfen, die da der Erzähler in der Reise auf dem Weg zum Mittelpunkt der Erde findet. Dürrenmatt beschreibt die Eindrücke dieser Lektüre und zeichnet offensichtlich, ob es nun bewusst oder unbewusst ist, das sei dahingestellt, ein Bild ganz ähnlich wie diese Illustrationen. Natürlich ist es wieder etwas ganz anderes, wenn Sie den Hintergrund mit all diesen Milchstraßen, die er da zeichnet, und der Stadt im Vordergrund, gibt das dem eine andere Aussage, aber es ist ganz klar eigentlich bezogen auf ein Vorbild, eine Tradition. Dürrenmatt sieht in dem Sinn auch, dass man immer umgeben ist von einer Welt voller bereits bestehender Ideen. Er vergleicht das mit einem Meteor, der einschlägt und der im Material vielleicht aus einer anderen Galaxie herträgt und auf der Erde einschlägt. Wie die Erde befindet sich auch der Mensch in einem Sonnensystem, in jenem des menschlichen Geistes. Er spricht von den Erlebnisüberresten von Völkern, die längst untergegangen sind, von Mythen, Sagen, Märchen, von ganzen Schwärmen, von Palimpsesten, Folianten, Schwarten, Schmöckern, Klassikerausgaben, Taschenbüchern, von Saturnringen, von Büchermassen und so weiter, von denen man umgeben sei. Und in dieser Gesamtheit alles menschlichen Denkens, Tüftelns, Glaubens, Meinens, Aberglaubens, Metaphysierens und Fantasierens finde man sich, ohne sich immer bewusst zu sein, woher man einen Einfall hat. Also die Anfänge weisen zurück auf Vorgänger, die oft anonym sind und im Kollektiven im Hintergrund verschwinden. Der spricht auch vom Witz als Beispiel. Niemand kann sagen, wer einen Witz in die Welt gesetzt hat. Ein weiterer Aspekt des Anfangens, die Lust des Drauflosschreibens. Es gibt nichts Schöneres, als eine Erzählung anzufangen. Es ist der Beginn eines Abenteuers, dessen Ausgang ungewiss ist. Und in der Folge der voran zitierten Passage über die Entstehung eines Bildes spricht Dürrenmatt davon, wie die Prosa entsteht. Er setzt das klar davon ab. Ein Bild ist immer präsent als Ganzes bei der Prosa, muss man sich in einen Zeitfluss hineinbegeben. Die Prosa treibt im Zeitfluss dahin und davon. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich dahin treiben zu lassen. Das Floss einer Konzeption zu zimmern, habe ich stets unterlassen. Wie ich drauf loszeichne, schreibe ich drauf los. Nur sind die Folgen beim Schreiben schwerer. Eine Unterbrechung, eine kurze Reise und ich bin nicht mehr im Zeitfluss. Und so beginne ich immer wieder von vorne. Und in der Tat findet man in Dürrenmatts Nachlass unzählige solche Schreibanfänge. Das ist ein Charakteristikum, das ihn klar unterscheidet von anderen Autoren. Also es gibt praktisch keine Konzepte für einen Text, sondern er schreibt einfach vom Anfang her sich in einen Text hinein. Ich zeige Ihnen ein paar Beispiele, ohne das im Detail anzuschauen. Hier die Der Winterkrieg in Tibet, ein erster Erzählanfang, etwa von 1950. Das ist alles, was es aus dieser Zeit dazu gibt. Oder hier der Ansatz zur Erzählung Mondfinsternis, etwa 1953. Der Besuch, auch hier ein paar Zeilen, dann bricht das einfach ab und wird nicht weitergeführt.
oder hier etwas breiter ein Fragment mit dem Titel Transplantationen, ein Romanfragment. Auch da schreibt er sich in diesen Text hinein und der bricht irgendwo ab und man hat keine Ahnung, wohin das führen sollte. Das geht bis ins Spätwerk hinein. Hier ein Text aus den 80er Jahren, an sich verbunden, wahrscheinlich mit einer Erinnerung an eine frühe Idee, der Erzbischof und sein Chauffeur. Das finde ich besonders beeindruckend und toll, weil es bereits literarisch sehr stark gestaltet ist. Wenn Sie sich den Anfang anschauen, das ist ein einziger Satz, der sich über die ganze Seite zieht. Er ist zwar, geht nicht ganz auf, aber zeigt schon die ganze hypotaktische Konstruktion, die Dürrenmatt da konstruiert. Dann folgt noch ein zweiter oder dritter Satz und es bricht einfach ab und es gibt nichts, das weiterführt, es gibt nichts, das dem vorangeht im Nachlass. Das ist doch sehr bemerkenswert. Der Erzbischof und sein Chauffeur, ich lese es Ihnen vor, einfach weil es mir Spaß macht. Warum das Commonwealth, wie der lose Staatenbund nach dem Zerfall des britischen Imperiums genannt wurde, durch den Auftrag John Websters, des Erzbischofs von Canterbury, den er seinem Sekretär Elias Catch erteilte, er solle ihn, seine Hochwürden, telefonisch mit dem Teufel verbinden, in Aufregung, Empörung, Rebellion endlich versetzen konnte, also da fehlt etwas, ja sogar die gänzliche Auflösung dieses schon in Auflösung begriffenen Staatenbundes bewirkte, ist nachträglich auch für Historiker, geschweige denn für den weit ab von den britischen Inseln wohnenden und sie nur flüchtig kennenden Chronisten dieser Begebenheit kaum mehr rekonstruierbar, umso mehr, als der Teufel an sich, ob er nun existiert oder nicht, für eine doch nur relativ geringe Zahl der Commonwealth-Bürger eine wirkliche Rolle spielte, obgleich noch Millionen irgendwie an ihn glauben mochten und besonders gewisse Politiker so taten, als ob sie an ihn glaubten. Das ist einfach ein Satz, den Dürrenmatt hier hinschreibt und dann bricht das Ganze nach zwei, drei Sätzen ab. Ähnliches Beispiel noch aus dem letzten Lebensjahr, vermutlich Johanna die Wahnsinnige, ein Stoff, den er lange als Idee zu einem Theaterstück herumgetragen hat, aber dann eigentlich nicht realisiert. Auch da gibt es einfach einen Anfang und man weiß nicht, wie das weitergegangen wäre. Es gibt keine weiteren Spuren. Ein weiterer Weg zum Anfang, ad fontes, zu den Quellen vom Anfang her, bedeutet so der Text. Titel dieses Manuskripts, das Sie hier sehen, vom Anfang her, bedeutet ganz konkret die autobiografische Schilderung der eigenen Kindheit. Dürrenmatt beschreibt, wie er in Konolfingen aufgewachsen ist. Das wird dann später auch zum Ausgangspunkt der Stoffe. Das war von 1957, dann Mitte der 60er Jahre kommt er wieder auf die Schilderung der Kindheit zurück. Hier haben Sie wieder den Anfang der Stoffe als wiederholte Erzählung. Die Geschichte meiner Schriftstellerei ist die Geschichte meiner Stoffe. Dann bricht das ab nach 10 Zeilen ab. Er fängt wieder an, die Geschichte meiner Schriftstellerei. Sie ist die Geschichte meiner Stoffe. So geht das noch weiter. Wiederum ein neuer Anfang, die Geschichte meiner Schriftstellerei ist die Geschichte meiner Stoffe. Stoffe jedoch sind verwandelte Eindrücke und so weiter. Und dann, ich bin in einem Dorfe geboren. Also vom Anfang her ist für ihn eben auch die Erinnerung an die Kindheit. Er sucht dort in der Kindheit eigentlich die Wurzeln seiner Fantasie. Er verbindet das mit topografischen Plänen von Konolfingen, die ganz deutlich auf diese Manuskripte bezogen sind. Sie haben hier links die zweite Seite dieses Textes mit dem Titel Dokument. Nach dem Absatz heißt es, leicht darzustellen. Es braucht ein Koordinatenkreuz dazu. Also die Straßen- und Bahnkreuzung von Konolfingen wird hier als Koordinatenkreuz stilisiert. Er schildert dann anschließend, wie er zum ersten Mal als Dreijähriger in die Unterführung unter der Bahnlinie gekommen sei und da eigentlich
den Ureindruck gewissermaßen des Tunnels erfahren habe. Seine Mutter habe ihn dann wieder geholt. Das finden Sie dann auf dem Plan, gleich rechts über dem Koordinatenkreuz, über dem Mittelpunkt als Tunnel 1. Das ist also ein weiterer Weg des Anfangs, der sich dann, diese Pläne werden dann ausgearbeitet in verschiedenen Varianten. Nun zu einem letzten Typus von Anfängen, die in Dürrenmattstoffen eine wichtige Rolle spielen. Geistiger Urknall, der Text Das Hirn, der das Ende der publizierten Stoffe bildet, fängt mit folgenden Worten an. Wenn die moderne Kosmologie sich vorstellt, die Welt sei aus dem Nichts entstanden, als Explosion eines dimensionslosen Punkts, worin nicht nur alle Materie und Energie des Weltalls, sondern auch dessen Zeit und Raum zusammengezwängt waren, eine nur mathematisch mögliche Konstruktion, so können wir uns auch statt dieses rein hypothetischen Punktes ein reines Hirn vorstellen. Ein Hirn ohne Idee einer Außenwelt, weil es keine gibt. Zuerst wird das Hirn nur fühlen, und weil es nichts außer ihm gibt, das es zu fühlen vermag, wird es nur sich fühlen, aber da es mit nichts gespeichert ist, wird es nichts anderes fühlen können als Leere. Es wird fühlen, dass es nichts fühlt. Am Anfang wird die Angst sein, das pure Entsetzen. Das ist eine interessante Verbindung, die Dürrenmatt hier zwischen eigentlich dem kosmologischen Modell und Konzept des Urknalls macht mit einer Schöpfung der Welt als Gedankenwelt aus einem einzelnen Hirn und eben die wissenschaftliche Perspektive mit einer stark existenzialistisch geprägten in Kierkegaards Tradition verbindet die Angst vor dem Nichts als Ausgangspunkt eigentlich der geistigen Kreativität. Das ist natürlich auch indirekt eine Art Selbstporträt von Dürrenmatt als Autor, das man gewiss hier erkennen kann, verborgen. Auch der nihilistische Dichter der Anfänge klingt hier vielleicht leise im Selbstporträt des Autors als Erdenker von Welten an. Nun, wenn wir hier in die Genese schauen, dann ist das keineswegs ein geistiger Urknall, sondern der Text entsteht 1987 eigentlich aus einem ganz anderen Text heraus, aus einer essayistischen Reflexion mit dem Titel Die Vieleinser über dir, wie zufällig als Nebengedanke. Dürrenmatt ist hier in einer Diskussion über Philosophen, steckt er. Da heißt es, die Welt ist meine Vorstellung. Mit dieser Feststellung beginnt Schopenhauer seine Philosophie und fügt bei, A1, das ist eine Anweisung an die Sekretärin, hier ein Zitat aus Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung einzufügen. Keine Wahrheit, meint er dann, A2, und kommt zur Ansicht, dass Berkeleys Erkenntnis, A3, eine sehr richtige und tiefe Einsicht sei. Diese Einsicht scheint absurd. Doch, wenn die moderne Kosmologie sich vorstellt, die Welt sei aus dem Nichts entstanden als Explosion eines dimensionslosen Punkts, in welchem nicht nur alle Materie und Energie des Weltalls, sondern auch dessen Zeit und dessen Raum zusammengezwängt war, eine nur mathematisch mögliche Konstruktion, so können wir uns auch statt dieses rein hypothetischen Punktes als Denkexperiment ein reines Hirn vorstellen und so weiter. Also Sie sehen, da entsteht wie als Nebengedanke eigentlich in einer ganz anderen Diskussion plötzlich diese Idee, dass sich die Welt als Gedankenprozess eines einzelnen Hirns analog zur realen Kosmologie vorzustellen, in Auseinandersetzung eben mit Philosophen wie Schopenhauer und Berkeley. Und auch das ist eigentlich nicht wirklich der Anfang. Wir haben bereits etwa 14 Jahre früher haben wir ein Stoffemanuskript, wo wir eine interessante Passage haben, die Dürrenmatt gleich wieder streicht. Entschuldigung, das ging zu schnell.
Die gestrichene Stelle lautet: Möglich, dass eine solche Geschichte eines Einzelnen in sich die gesamte Weltgeschichte enthalten würde, gewissermaßen als der Traum dieses Einzelnen. Doch ist dieser Gedanke natürlich nur eine Hypothese. Doch weil es eine solche hypothetische Weltgeschichte nicht gibt und so weiter. Also Sie sehen, bereits dort ist eigentlich in Nutze diese Idee vorhanden, die dann schlummert und plötzlich wieder auftaucht. Meine Damen und Herren, blicken wir zurück. Dürrenmatt liebt die Erzählungen der Anfänge und die Bilder dafür ebenso sehr wie jene der katastrophalen Endspiele. Er entfaltet in den Stoffen eine ganze Palette von Bildern und Mythen der Werkentstehung, die hier exemplarisch präsentiert wurden, von den Kindheitseindrücken und der weihnächtlichen Geburtsstunde über das Herauskotzen der Stoffe als Gegenwelt zum Einschlagen der Einfälle und Visionen als Meteoriten bis zur Erschaffung einer Welt aus dem Nichts oder zur kosmischen Explosion. Es gibt auch eine Zeichnung, eine Skizze, die heißt «Die Welt Gottes Orgasmus», auch da sein Anfang. Ebenso viele verschiedene Autorrollen werden durchgespielt vom weihnächtlich geborenen Antichrist, um es etwas zugespitzt zu sagen, über den Seher ohne Gott bis zum Schriftsteller als zweiten oder Zeichner als zweiten Gott und naiven Kindin zugleich. Meine Damen und Herren, man sollte nicht vorschnell diese Szenen und Rollen mit ihrer teilweise reichen Tradition, zu der etwa auch der Mythos des Originalgenies gehört, in Bezug auf Dürrenmatt verabsolutieren. Sie werden von ihm sehr bewusst und reflektiert eingesetzt und in sich problematisiert, beziehungsweise zueinander mit ihren Widersprüchen in Beziehung gesetzt. Das Archiv stellt diesem facettenreichen werkgenetischen Mythos nochmal andere Geschichten entgegen. Verstehen Sie mich recht. Es geht mir nicht um die Entlarvung von Lügengeschichten, vielmehr um die Beobachtung, dass die Schilderung der Werkentstehung in den Stoffen, die Suche nach den Anfängen im Zusammenhang von Biografie und Werk genauso sehr Teil des literarisch gestalteten, konstruierten und bis zu einem gewissen Grade fiktionalen Werks ist, wie die dargestellten Geschichten. Die stilisierende Schilderung des Anfangs entsteht oft erst am Endpunkt einer langen Textgenese. Sie ist das Resultat der Schreibarbeit und keineswegs der erinnerte Ausgangspunkt, der nun zur Darstellung gebracht wird. So muss man es ganz konkret verstehen, wenn Dürrenmatt davon spricht, sich selbst zum Stoff zu werden. Er selbst gestaltet sein Leben als Erzählstoff, als eine Fiktion und Metafiktion zugleich und entfaltet die Selbstdarstellung, den gleichen Reichtum in der Selbstdarstellung, den gleichen Reichtum an Geschichten, wie er sie zuvor und daneben über andere imaginierte Figuren erzählt hat. Und wir können auf den Werkzusammenhang und Schreibprozess der Stoffe selbst das anwenden, was Dürrenmatt über den Umgang mit den großen Autobiografien der Weltliteratur sagt: Wir sollten sie für kostbare und nicht für bare Münze nehmen. Ich danke Ihnen.